für Lernbehinderte. Wird die Schule für Lernbehinderte für einen bestimmten Personenkreis die richtige Schule sein? Mit Sicherheit sind viele Kinder, die gar nicht in die Schule müssten, wenn man im Frühfeld Früherkennung, Frühförderung machen könnte, wenn man an den Grundschulen Fördermaßnahmen einrichten könnte, um die Kinder in ihrem Lernverhalten zu stärken. Dann müssten auch die 8-9% nicht einmal auf diese gehen und wieder zurückwandern, das eben gesagt. Wobei man differenzieren muss, die Schule leistet ja etwas, die Schule für Lernbehinderte. Ja. Und sicherlich ist die Quote, die übergeht, eine Auszeichnung für die Schule. Man kann da nicht sagen, dass jetzt das alles Kinder sind, die eigentlich nicht in die Schule gehören würden. Ja, ja. Ich habe einige Fragen zum Thema Sprachfehler. Herr Lippert, vielleicht könnten Sie dazu etwas sagen. Einmal, Frau Müller aus Hofheim hat eine Enkelin mit einem Sprachfehler und fragt, ob das Kind in die im Film gezeigte Schule kommen kann und ob es da ein Internat gibt. Also die im Film gezeigte Schule nimmt keine sprachbehinderten Kinder auf, solange sie nicht auch lernbehindert sind. Sprachbehinderte Kinder können entweder an einer Regelschule verbleiben oder in eine spezielle Sprachheilschule gehen. Frau Klinkhammer aus Coburg möchte auch wissen, ihr Kind hat Sprachstörungen und fragt, ob es trotzdem in die normale Schule eingeschult werden kann. Ja, das ist... Ich möchte noch mal etwas an unsere Zuschauer sagen. Ich habe hier zwei Fragen von Herrn Koch und von Frau Petz aus Ansbach, die nach Spendenkonten des Bundesverbandes fragen. Wir dürfen keine Spendenkonten hier veröffentlichen. Sie kennen aber jetzt, zweimal haben Sie es schon gesehen, glaube ich, die Adresse des Bundesverbandes. Versuchen Sie, dort selbst Kontakt aufzunehmen. Wir können die Konten hier nicht veröffentlichen. Frau Meier aus Frankfurt hat einen Sohn in der 7. Klasse einer Sonderschule, der dort sozusagen hängen bleibt. Gibt es jetzt die Möglichkeit, in diesem letzten Schuljahr Unterstützung zu bekommen, damit der Weg ins Berufsleben geebnet wird? Herr Lippert. Es müssten an dieser Schule für Lernbehinderte müsste es dann Stützkurse geben, die diesen Jungen dann befähigen, sich in einer auch einen Berufs beziehungsweise Beruf einen Beruf zu erlernen. Hier ist eine Frage von Frau Günther aus Darmstadt. Können sich auch Erwachsene mit Lern- und Konzentrationsschwierigkeiten an Sie, also an Ihren Verein, wenden? Mit Sicherheit. Wir sind offen für alle Personen, die entweder Probleme haben oder die uns in unserer Arbeit helfen wollen. Ah ja, also man kann Frau Günther empfehlen, sich an den zuständigen Verein, ich nehme an, in der Nähe Darmstadts oder in Darmstadt gibt es einen, sich zu wenden. Ja, noch einmal, und das ist hier ein Hauptteil der Fragen, die Fragen zur Berufsausbildung. Vielleicht sollten wir noch einmal wiederholen, was wir vorhin schon gesagt haben. Sie müssen sich mit dem zuständigen Arbeitsamt in Verbindung setzen. Der Verein kann dafür, glaube ich, nichts tun, oder? Ja? Ja, vielleicht sollten wir da ruhig darauf hinweisen, dass es eines unserer großen Aufgaben eigentlich ist, in diesem Gebiet mitzuhelfen. Der Bundesverband sieht sich also als Interessenvertreter und führt auch Gespräche, zum Beispiel mit der Bundespost, mit der Bundesbahn, den großen Arbeitgebern, die dann Möglichkeiten für Ausbildungsplätze schaffen können. Das war ein gutes Schlusswort. Unsere Sendezeit geht jetzt leider zu Ende. Sie, meine Damen und Herren, können aber noch eine Stunde lang mit unseren Studiogästen telefonieren. Ja, wir haben die Telefone diesmal aufgeteilt. Also Frau Gevers unter 597 2090. Herr Lippert unter 597 3090. Und dann der Herr Kiefer unter 597 1040, das ist die zusätzliche Nummer, die ab jetzt besetzt ist. Ja, und wir verabschieden uns bis zum nächsten Ratgeber Schule Beruf. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Am kommenden Samstag sehen Sie vom Westdeutschen Rundfunk den ARD-Ratgeber Recht. Wir zeigen Ihnen nun in deutscher Erstaufführung den amerikanischen Spielfilm Entscheidung am Fluss. Er variiert das Thema von Romeo und Julia in einem spannenden Western. Der Film entstand 1949 in Schwarz-Weiß.